jetzt das Heute-Journal mit Heinz Wolf und Marietta Slomka. Guten Abend. Wenn du jetzt nicht spurst, bekommst du Handyverbot. Unabhängig davon, wie Pädagogen solche Drohungen bewerten, in der Ampelkoalition ist man offenbar an dem Punkt, an dem Horrorszenarien an die Wand gemalt werden, um den anderen in Bewegung zu setzen. Denn ein Horrorszenario wäre das, ein generelles Autofahrverbot an Wochenenden. Da könnte man das Land wohl brennen sehen. Die Drohung von Verkehrsminister Wissing zielt allerdings auf die Grünen, die die Reform des Klimaschutzgesetzes blockieren. Andreas Stamm mit den Hintergründen. Ein deutscher Albtraum. Leere Autobahnen, Fahrverbote, ein Schreckensszenario, das der Bundesverkehrsminister zeichnet. Das drohe 2024 hier und jetzt. Denn im Verkehrssektor verfehlt Deutschland seine Klimaziele, weiß der Minister. Insgesamt sei man ja auf Kurs, was die Ziele bis 2030 angehe. Doch nur weil andere Sektoren, vor allem der Industrie- und Energiebereich, besser dastehen. Doch das noch geltende Klimaschutzgesetz der schwarz-roten Vorgängerregierung besagt, wessen Sektor nicht spart, der wird bestraft. Hart. Das Bundesumweltamt hat gesagt, wir haben 22 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente in diesem Jahr ad hoc einzusparen. Wenn wir bei der Sektorbetrachtung bleiben, also das Klimaschutzgesetz nicht ändern, dann ist das die Einsparvorgabe des Gesetzes, die dieses Jahr geleistet werden muss. Das ginge eben nur mit Fahrverboten, so der Minister. Das neue Gesetz liege vor, mit ihm wären radikale Sofortmaßnahmen vom Tisch. Doch der Koalitionspartner blockiere und lege es darauf an, so der Vorwurf aus der FDP an die Grünen. Fahrverbote werden nicht kommen, wir Grünen finden das auch nicht sinnvoll. Und es ist merkwürdig, dass von allen Vorschlägen, die die FDP hätte machen können, sie jetzt ausgerechnet Fahrverbote vorschlägt. Das erstaunt auch Experten. Der Verkehrssektor sei im Autoland BRD eine harte Nuss. Aber erstens sei zu lange nichts passiert, der große Handlungsdruck selbst verschuldet. Und zweitens gäbe es mildere Mittel. Wenn wir ein Tempolimit verabreden würden, 130 auf der Autobahn, 80 auf den Landstraßen, dann würden wir damit ungefähr 20% der Lücke, die wir haben, bis 2030 in Bezug auf die Reduzierung der Treibhausgasemissionen im Verkehrssektor abdecken können. Das kann man schnell machen und das ist ein vernünftigerer Ansatz, als jetzt auf Fahrverbote zu setzen. Dazu E-Autos wieder mit Kaufprämien fördern, ergänzt Messner, oder diese als Dienstwagen steuerlich begünstigen. Mehr Investitionen in Bahn und ÖPNV. Selbst wenn das neue Klimaschutzgesetz der Ampel käme, es wäre eine kurze Verschnaufpause für den Verkehrsminister. Bis 2045 muss auch sein Sektor auf Null Emissionen kommen. Und die stockende Verkehrswende könnte schon viel früher teuer werden. Wir haben europäische Verpflichtungen, die wir eingegangen sind. Und wenn wir die nicht erfüllen, dann müssen wir entsprechend der Ziele, die nicht erreicht worden sind, Zahlungen leisten. Und das wird in Milliardenhöhe ausfallen. In den 70ern brachte der hohe Ölpreis autofreie Straßen Land auf Land ab. Fahrverbote für den Klimaschutz, dieses Angstszenario des Volker Wissing ist nicht realistisch. Aber ein Spaziergang wird die Verkehrswende deshalb noch lange nicht. Angesichts der vielen Uneinigkeiten und Blockaden in dieser Koalition ist es geradezu bemerkenswert, dass sie heute im Bundestag tatsächlich ein gemeinsames Gesetz verabschiedet hat. Allerdings eines, das bei der Opposition und auch außerhalb des Parlaments viel Kritik und Emotionen auslöst. Es geht um das neue Selbstbestimmungsgesetz, mit dem das sogenannte Transsexuellengesetz abgelöst wird. Eine Reform war in jedem Fall erforderlich, nachdem das Bundesverfassungsgericht dieses Gesetz für teils verfassungswidrig erklärt hatte. Die Koalition hat aber nicht nur einzelne Regelungen neu formuliert, sondern ein ganz neues Gesetz geschrieben. Wie aufgeladen die Debatten darüber seit geraumer Zeit schon geführt werden, zeigte sich heute auch im Bundestag. Bernd Bentin berichtet. Nike Slavik von den Grünen ist eine von zwei Transfrauen im Bundestag. Für den Tag heute hat sie politisch lange gekämpft. Ihren Namen und Geschlechtseintrag zu ändern, das sei für sie ein entwürdigender Prozess gewesen. Jetzt soll das alles stark erleichtert werden. Es ist ein historischer Tag, dass wir das Transsexuellengesetz von 1981, was in vielen Punkten für verfassungswidrig erklärt wurde, endlich abschaffen und durch ein modernes Selbstbestimmungsgesetz ersetzen.
Bislang sagt das Gesetz, zwei psychiatrische Gutachten und ein Gerichtsbeschluss sind nötig, um den Vornamen und den Geschlechtseintrag zu ändern. Mit dem neuen Gesetz reicht eine einfache Erklärung beim Standesamt. Die wird nach 3 Monaten gültig und kann jährlich geändert werden. Auch die Union findet eine Neuregelung nötig. Das Gesetz jetzt aber gehe entschieden zu weit. Ihr Gesetz versteht Geschlecht als etwas jenseits der biologischen Fundierung. Und das nimmt ein Großteil der Menschen im Land einfach anders wahr. Wir halten diese Art von Politik für falsch. Mehr noch, wir halten sie für gesellschaftlichen Sprengstoff. Besonders kontrovers diskutiert, auch Kinder und Jugendliche können ihre Daten jetzt deutlich leichter ändern lassen. Ab 14 etwa reicht eine einfache Erklärung beim Standesamt nach Beratung und mit Einwilligung der Eltern. Statt zu hinterfragen, warum viele Mädchen in der Pubertät mit ihrem Körper hadern, weil er vielleicht den Schönheitsidealen der heilen Instagram-Welt nicht entspricht, wird ihnen quasi nahegelegt, dass sie doch eigentlich Jungen sind. Kinder und Jugendliche haben genauso wie Erwachsene ein Recht darauf, sich frei zu entfalten. Dazu zählt auch die geschlechtliche Identität. Die AfD lehnt das neue Selbstbestimmungsgesetz ab, bezeichnet es als ideologischen Unfug. Eine Frau wird auch nicht zum Mann, wenn sie sich die Haare etwas kürzer schneidet, etwas breitbeiniger geht und von sich behauptet, so, nun bin ich halt ein Mann. Für mich und für Sie ändert sich durch dieses Gesetz überhaupt nichts, wenn Sie das nicht wollen. Einigen Menschen können wir helfen. Lassen Sie uns das tun. In namentlicher Abstimmung wird das Gesetz angenommen. Nach den kontroversen Debatten der letzten Monate war unklar, wie groß die Ampelmehrheit sein würde. Am Ende stimmen 9 FDP-Abgeordnete mit Nein. Im November soll das Gesetz jetzt in Kraft treten. Ausführliche Informationen rund um das Selbstbestimmungsgesetz mit Fragen und Antworten haben wir online zusammengestellt auf ZDF heute. Zu einem sogenannten Palästina-Kongress hatten verschiedene Gruppen nach Berlin eingeladen. Die Stadt Berlin hätte das gerne verhindert, weil sie Grund zur Annahme hatte, dass sich dort eine Vielzahl eingefleischter Israel-Hasser und Antisemiten treffen. Und über Videoschalten online Redner zugeschaltet werden, die in Deutschland gar nicht auftreten oder einreisen dürften. Am Nachmittag ist dann tatsächlich auch die Polizei eingeschritten, die mit mehreren 100 Beamten im Einsatz war. Markus Groß und Stefan Merseburger berichten. Israel bombardiert, Deutschland finanziert. Die Sympathien sind klar verteilt, die Stimmung ist kämpferisch. Palästina-Flaggen, viele Teilnehmer tragen Kufiya, das Palästinensertuch. Auftakt des umstrittenen Palästina-Kongresses in Berlin. Die Polizei kommt mit Großaufgebot, rund 900 Kräfte sind heute im Einsatz. Per Videobotschaft meldet sich der umstrittenste Teilnehmer des Kongresses, Ali Abu Sita. Deutschland hat ein politisches Betätigungsverbot gegen ihn verhängt. Kaum hat er den, wie er sagt, Völkermord in Gaza verurteilt, endet die Übertragung. Die Person des Redners war der auslösende Faktor für die Unterbrechung und für die Neubewertung der Versammlungslage. Kurz darauf beendet die Polizei den gesamten Kongress. In diesem Moment erfolgte dann eben, wie gesagt, eine neue Gefahrenbewertung, wo eine hohe Gefahr prognostiziert wurde dafür, dass es Redebeiträge gibt, die eben, wie gesagt, gewaltverherrlichend, antisemitisch und holocaustleugnend sein könnten. Salman Abu Sita sagt von sich, wenn er jünger gewesen wäre, hätte er an den Massakern des 7. Oktober teilgenommen. Auch andere Teilnehmer haben radikale Ansichten. Zum einen kommen die aus dem linken militanten Spektrum. Zum zweiten reicht es bis hinein in das Spektrum von islamistischen Gruppierungen und Personen, die der Hamas nahestehen. Der linke spanische Abgeordnete im EU-Parlament Manu Pineda traf Hamas-Führer Haniya. Und Ali Abu Nima, palästinensischer Journalist, rief zur Auslöschung Israels auf. Um was es hier geht, ist schlicht ergreifend der Versuch oder die Ansage, einen Staat zu vernichten. Und diese Ansage für sich allein ist strafbar. Und wenn auf deutschem Boden die Vernichtung des Staates Israel gefordert wird, dann hat es noch eine besonders pikante zusätzliche Note.
Schon am Morgen Proteste gegen den Kongress. Auf der Pressekonferenz beklagen die Veranstalter, pro-palästinensische Stimmen würden in Deutschland regelmäßig zum Schweigen gebracht. Gegen das Kongressverbot wollen sie gerichtlich vorgehen. Was wir hier sehen, das ist nicht eines demokratischen Staates würdig. Das ist eine autoritäre Maßnahme, die man vielleicht in der Türkei oder in Russland erwarten würde, aber nicht in der Bundesrepublik. 3 Tage lang wollten extremistische Kongressteilnehmer Israel und Deutschland für seine bedingungslose Solidarität anklagen. Schluss war heute schon nach 2 Stunden. Im Bundestag gab es heute eine ganze Reihe Beschlüsse und damit geht es jetzt bei dir in den Nachrichten weiter, Heinz. Ja, beginnen wir bei der Bezahlkarte für Geflüchtete und Asylbewerber. Da hat der Bundestag eine bundeseinheitliche Rechtsgrundlage für die Einführung beschlossen. Mit der Bezahlkarte soll ein Teil der staatlichen Leistungen als Guthaben verfügbar sein, statt wie bislang als Bargeld. Ein weiterer Beschluss des Bundestages betrifft das Namensrecht. Demnach können Ehepartner künftig einen gemeinsamen Doppelnamen führen, ebenso auch ihre Kinder. Deutsche Sicherheitsbehörden haben mutmaßliche Terrorpläne von 4 Jugendlichen in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg durchkreuzt. Laut Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf seien die Beschuldigten dringend verdächtig, einen Anschlag nach den Zielen und der Ideologie der Terrormiliz IS vorbereitet zu haben. Die 15 und 16 Jahre alten Jugendlichen befinden sich bereits seit Ostern in Untersuchungshaft. Bundeskanzler Scholz hat sich besorgt geäußert über einen möglicherweise bevorstehenden Angriff Irans gegen Israel. Man nehme sehr ernst, was sich dort an Gefahren auftue, sagte Scholz bei einer Pressekonferenz mit seinem georgischen Amtskollegen Kobachidze. Die Bundesregierung und viele Partner hätten alles unternommen, um klarzumachen, dass es hier nicht zu irgendeiner militärischen Aktivität kommen dürfe. Israel hat über einen neu eröffneten Grenzübergang die ersten Hilfstransporte in den Norden des Gazastreifens gebracht. Wo genau, teilten die israelischen Behörden zunächst nicht mit. Das Verteidigungsministerium hatte die Öffnung eines Übergangs im Norden in Aussicht gestellt, um den Hilfsgütertransport zu erleichtern. In den Hochwassergebieten an den südlichen Ausläufern des Uralgebirges in Russland und in Kasachstan spitzt sich die Lage weiter zu. Es sind die schlimmsten Überschwemmungen seit Beginn der Aufzeichnungen. Große Teile in der 550.000 Einwohner zählenden Provinzstadt Orenburg stehen unter Wasser. Zehntausende Menschen haben bereits ihr Hab und Gut verloren. Für Samstag wird der Höhepunkt der Flutwelle des Flusses Ural erwartet und die Behörden haben die Bewohner aufgerufen, die Stadt Orenburg zu verlassen. Wladimir Putin zeigt derweil keine Anzeichen dafür, dass er bereit sein könnte, seinen Eroberungskrieg gegen die Ukraine zu beenden. Wenngleich er westliche Debatten über Verhandlungslösungen und Waffenlieferungen sicher aufmerksam verfolgt. Interessant ist, wie sich dazu das Stimmungsbild hierzulande entwickelt. Für das neue Politbarometer hat die Forschungsgruppe Wahlen danach gefragt. Demnach ist die Bereitschaft gestiegen, der Ukraine mehr Waffen zu liefern. 42% fordern eine stärkere militärische Unterstützung. Das sind deutliche 9 Prozentpunkte mehr als bei der letzten Befragung im Februar. 31% finden, es soll beim bisherigen Umfang bleiben. Und nur noch 22% wollen, dass der Westen die Ukraine weniger unterstützt. Die Ukrainer werden das gerne hören. Zugleich versuchen sie, ihren Mangel an Soldaten und Munition mit Erfindungsgeist auszugleichen. Henna Hebestreit berichtet aus der Ukraine. Viele ukrainische Soldaten gehen in ihr 3. Kriegsjahr an der Front. Das Ende ihrer Dienstzeit ist nicht absehbar. Im Gegenteil, das Land muss noch viel mehr junge Männer in die Schlacht gegen die russischen Angreifer schicken. Warum kann man denn keine Armee aus Drohnen und Robotern bilden? Warum geht denn niemand mal neue Wege? Tatsächlich kommt bei diesem Krieg bereits viel Technik zum Einsatz, die Soldaten einen Teil ihrer lebensgefährlichen Arbeit abnimmt. Magura-Seedrohnen zum Beispiel. Der ukrainische Militärgeheimdienst zeigt seine neueste Entwicklung nicht oft, aber stets stolz, wie dieser Offizier mit Rufnamen 13.
Wir haben 5 feindliche Schiffe zerstört. 2 Landungsboote sowie die Raketenkorvette Iwanowets, das Landungsschiff Kunikov und gerade erst Sergei Kotov in der Nähe der Kertschbrücke. Die ukrainische Kamikaze-Drohne ist gut 5 Meter lang, wiegt etwa 1 Tonne und kann 200 Kilo Sprengstoff transportieren. Sie wird aus bis zu 800 Kilometern Entfernung aktiviert. Meistens stürzen sich die Drohnen im Schwarm auf ihr Ziel und sind dabei so wirksam, dass Russland nach dem jüngsten Schlag den Kommandeur seiner Schwarzmeerflotte entlassen hat. Ich will damit nicht sagen, dass es die beste Drohne der Welt ist, aber es ist die einzige weltweit, die schon ein feindliches Schiff versenkt hat und echte Erfolge in echten Kampfeinsätzen vorzuweisen hat, nicht bloß auf dem Papier oder im Manöver. Das macht sie auch für die NATO interessant. Die ukrainische Marine hat mit Hilfe von Magura die küstennahen Gewässer unter Kontrolle, den Luftraum über dem Meer, aber beherrschen immer noch die Russen. Die haben ständig Flugzeuge in der Luft, vor allem Maschinen vom Typ Sukhoi. Wir räumen ganz offen ein, dass es unseren Kapazitäten fehlt, solche Ziele abzufangen. Auch russische Angriffsdrohnen fliegen fast täglich über das Meer und schwärmen über den Himmel der Ukraine. Kleine mobile Abwehreinheiten sollen sie abfangen. Du bist dabei wie im Adrenalinrausch. Man denkt nicht daran, selbst in Gefahr zu sein. Erst wenn man die Drohne trifft und sie abstürzt, wird dir klar, was alles hätte passieren können. Und oft auch passiert, denn immer wieder schlüpfen Drohnen durch die Luftverteidigung. Für die Drohnenpiloten aus der Ferne wird der Kampf sicherer. Gefährlich bleibt es aber für alle im Zielgebiet. Unterdessen hat die NATO ihr größtes Manöver seit dem Kalten Krieg gestartet. Alle 32 NATO-Staaten trainieren derzeit den sogenannten Ernstfall, nämlich einen möglichen russischen Angriff aufs Bündnisgebiet. Mit Steadfast Defender, so der Titel, soll gezeigt werden, dass die NATO zu standhafter Verteidigung bereit ist, von Norwegen bis Rumänien. Im Einsatz sind Luftwaffe, Heer und Marine. Die Bundeswehr hat dabei unter anderem die Führung eines Verbandes in der Ostsee übernommen. Unsere Reporterin Barbara Völkel und ihr Kameramann waren an Bord des Versorgungsschiffs Donau. Auslaufen für den deutschen Tender Donau aus dem Hafen von Kopenhagen in die Ostsee Richtung Stockholm. Für knapp eine Woche begleitet der Versorger unter Kommandant Stefan Huber 6 Boote eines internationalen Minenabwehrverbandes der NATO im Manöver. Neben der Führungsaufgabe, die wir hier haben, ist das natürlich unsere Hauptaufgabe, die wir gerade durchführen, nämlich die Einheiten in See zu versorgen, damit die eine möglichst lange Stehzeit in ihren Einsatzgebieten und in ihren Suchgebieten haben. Die Donau bewegt sich in internationalen Gewässern. Das NATO-Manöver mit Schießübungen und der Versorgung der Verbände auf hoher See bleibt nicht unbeobachtet. Am Horizont russische Marineversorger. Natürlich besteht auch die Möglichkeit, dass die russische Marine provoziert bzw. eben Reaktionen herausfordert. Unser Auftrag hier aktuell ist natürlich auch präsent zu zeigen, unsere Fähigkeiten auch zu zeigen und zu demonstrieren und eben auch einfach hier zu sein in dem Seegebiet, um eben im Bündnis und unseren Bündnispartnern auch zu zeigen, wir als NATO stehen hier vor Ort und sind dort. 90.000 Soldaten aller 32 NATO-Staaten nehmen an der Großübung teil. Sie trainieren die schnelle Verlegung der Truppen Richtung Osten. Das Szenario: ein möglicher russischer Angriff. Allein Deutschland ist mit insgesamt 12.000 Soldaten aus allen militärischen Bereichen beteiligt. Viel zu teuer sei das für Deutschland, bemängeln Kritiker. Es kostet Deutschland fast 90 Millionen. Also die Endabrechnung kommt erst hinterher nach dem Manöver. Oft sind die Kosten noch mal explodiert. Wir brauchen nicht mehr Kriegstüchtigkeit, wie viele Politiker und der Verteidigungsminister es fordert, sondern wir brauchen dringend diplomatische Initiativen, um eben Kriege zu beenden. Natürlich insbesondere den in der Ukraine. Das Geld ist gut eingesetzt. Wladimir Putin muss wissen, dass die NATO übt, damit er nicht mal auf die Idee kommt, uns anzugreifen. Natürlich sind diplomatische Bemühungen von Bedeutung. Wir müssen aber im Klaren sein, dass ein Verbrecher wie Putin eben nur versteht, wenn man ihm mit entsprechender Resilienz gegenübertritt.
Noch bis Ende Mai wird Steadfast Defender andauern. Der Tender Donau mit fast 100 Mann Besatzung wird weiterhin die NATO-Verbände auf hoher See versorgen und Präsenz zeigen, bevor er kurze Zeit später in den Heimathafen nach Kiel zurückkehrt. Und jetzt geht's bei dir nochmal weiter mit Nachrichten aus der Wirtschaft. Deutschlands größter Stahlhersteller ThyssenKrupp Steel hat über die Planungen für eine Neuausrichtung informiert. Da geht es auch um Produktionskapazitäten und Arbeitsplätze. Stefanie Barrett, wie sollen die Veränderungen konkret aussehen? Ja, ganz konkret plant ThyssenKrupp, seine Stahlproduktion am Stammwerk Duisburg zu reduzieren. Damit reagiert der Konzern auf die schwache Nachfrage nach europäischem Stahl, aber auch auf die hohen Energiekosten in Deutschland. Hinzu kommt wachsender Preisdruck durch chinesischen Billigstahl. In der Stahlsparte von ThyssenKrupp sind derzeit rund 27.000 Menschen beschäftigt, etwa 13.000 davon allein in Duisburg. Um gut 20% sollen die Kapazitäten nun reduziert werden. Entsprechend wird künftig auch weniger Personal benötigt. Wie hoch der Stellenabbau aber ausfallen wird, ist aktuell noch offen. Die Maßnahmen seien notwendig, so der Konzern, um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und hochwertige Arbeitsplätze langfristig zu sichern. Denn Stahl ist ein wichtiger Werkstoff für die Automobilbranche und den Bau, aber auch für Bahnen und Windräder. Doch der Stahlsektor steht für fast 30% der industriellen Emissionen in Deutschland und steckt mitten im Umbruch. Bis 2045, also gut in 20 Jahren, will ThyssenKrupp vollständig klimaneutral produzieren. Bis dahin soll die Umstellung von Koks auf grünen Wasserstoff gelingen. Stefanie Barrett, vielen Dank. Die Inflationsrate in Deutschland lag im März bei 2,2% im Jahresvergleich und hat sich damit weiter abgeschwächt. Vor allem, weil Nahrungsmittel und Energie günstiger geworden sind. Das hat das Statistische Bundesamt errechnet. Im Februar hatte die Teuerungsrate noch bei 2,5% gelegen. Ab 2030 müssen alle neu gebauten Gebäude in der EU emissionsfrei sein. Einem entsprechenden Gesetz haben die EU-Staaten nun endgültig zugestimmt. Die neue Richtlinie soll die Energieeffizienz von Gebäuden erhöhen und sie so klimafreundlicher machen. Vorgesehen ist beispielsweise die Renovierung von Wohngebäuden zur Energieeinsparung und die Förderung von Solarenergie. Und ab 2050 soll dann der gesamte Gebäudebestand in der EU ohne umweltschädliche Emissionen auskommen. Ein Thema des neuen ZDF-Politbarometers hatten wir ja schon in der Sendung mit der Umfrage zur Unterstützung der Ukraine. Das ganze Politbarometer, einschließlich Sonntagsfrage, präsentiert Ihnen jetzt Matthias Vornhoff. Guten Abend, willkommen zum Politbarometer. Ein Krieg lässt sich mit Kampfgeist allein nicht gewinnen. Den hat die Ukraine, aber an allen anderen fehlt es in ihrem Abwehrkampf. Waffen, Munition, Soldaten. Die Lage spitzt sich zu. Mit den bisher gelieferten Waffen kann die Ukraine den Krieg nicht gewinnen, glauben die meisten in unserer Umfrage. Die Forderung nach mehr Hilfe steigt. 42% sind dafür, dass der Westen die Ukraine militärisch stärker unterstützen sollte, deutlich mehr als noch im Februar. Die Unterstützung sollte weiter so laufen wie bisher, finden 31%. Der Anteil derer, die sich weniger militärische Unterstützung wünschen, ist klar gesunken auf jetzt 22%. Nach dem Krieg soll die Ukraine dann in die NATO aufgenommen werden, findet mehr als jeder Zweite. Das ist auch der offizielle Plan, konkrete Gespräche aber lassen auf sich warten. Auch weil ein Ende des Krieges nicht in Sicht ist. Im Gegenteil, viele fürchten eine Ausweitung des Krieges. Mehr als die Hälfte der Befragten hat mittlerweile große Sorge vor einem militärischen Konflikt, in den die Bundeswehr verwickelt werden könnte, 53%. 45% sehen das anders. Die Angst ist gewachsen. Denn im November machten sich noch 39% große Sorgen, 58% aber nicht. Deutschland im Fall der Fälle verteidigen, darauf wäre die Bundeswehr nur schlecht vorbereitet, glaubt eine Mehrheit. Auch deshalb sind 70% der Befragten dafür, dass die Bundeswehr mehr Geld bekommt, auch wenn dadurch in anderen Bereichen gespart werden muss. 23% sind dagegen.
Zuletzt brachte der Bundesverteidigungsminister sogar ins Gespräch, die Schuldenbremse dafür auszusetzen. Die ist ein Wunderpunkt in dieser Regierung, einer von vielen. Das Klima innerhalb der Regierung beispiellos schlecht, meinen die allermeisten. Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, käme die SPD auf 16%, CDU und CSU 31, beide unverändert. Die Grünen jetzt 12, minus 1, FDP 4, AfD 18, Die Linke 3, Bündnis Sarah Wagenknecht 6%, alle unverändert. Damit würde es für Schwarz-Rot reichen, knapp auch für Schwarz-Grün. Die Ampel hätte weiter keine Mehrheit. Ihre Regierungsvorhaben kommen derzeit nur schleppend voran. Die Schuld daran geben die meisten Befragten dabei allen drei Parteien gemeinsam, im Detail am ehesten der FDP, gefolgt von den Grünen. Kommen wir zu unserer Top 10, also die Bewertung der 10 wichtigsten Politikerinnen und Politiker nach Sympathie und Leistung. Auf der Skala von plus 5 bis minus 5 ist Alice Weidel Schlusslicht, minus 2,7, etwas schlechter als zuletzt. Davor Sarah Wagenknecht, minus 0,8, deutlich besser. Christian Lindner, ebenfalls minus 0,8, verbessert. Karl Lauterbach ist zurück in der Top 10, minus 0,7. Olaf Scholz ebenfalls minus 0,7. So wie auch Annalena Baerbock, beide schlechter. Friedrich Merz unverändert, Robert Habeck verschlechtert, beide minus 0,6. Markus Söder verbessert, minus 0,1. Beliebtester Politiker bleibt unangefochten, Boris Pistorius, wenn auch etwas schlechter als zuletzt, jetzt 1,7. Schauen wir noch auf den Krieg in Nahost. Dort droht die Situation weiter zu eskalieren. Nach einem israelischen Luftangriff auf die iranische Botschaft in Syrien hat Teheran mit Vergeltung gedroht. 53% erwarten, dass es zu einer größeren militärischen Auseinandersetzung zwischen Israel und dem Iran kommen wird. 31% erwarten das nicht. Deutschland betont immer wieder, man stehe an der Seite Israels aus historischer Verantwortung. Etwa die Hälfte der Befragten aber meint, Deutschland müsse politisch mehr Druck auf Israel ausüben, damit der Krieg und das Leid der Zivilisten im Gazastreifen beendet wird. Die Krise in Nahost beschäftigt uns auch hier in Europa. In einem Jahr, in dem die Europäer auch verstärkt auf sich selbst blicken sollten. Anfang Juni steht die Europawahl an. Aktuell zeigen 11% sehr starkes Interesse an der kommenden Europawahl. 32% sind stark interessiert. Weniger stark sagen 46%. Überhaupt kein Interesse haben 10%. Eine Europawahl in unsicheren Zeiten, überlagert bisher zumindest von Konflikten und Kriegen außerhalb der EU. Das war unser Bericht über die Stimmung im Land. Die Grafiken und alle Informationen zu unseren Umfragen finden Sie wie immer im ZDF-Text ab Seite 165, in unserer ZDF-Heute-App und auf zdfheute.de. Wie die repräsentativen Umfragen der Forschungsgruppe Wahlen zustande kommen, Informationen zur Methodik und zu den Qualitätsstandards finden Sie unter politbarometer.zdf.de. Vielen Dank für Ihr Interesse. Das nächste Politbarometer gibt's dann am 26. April. Hier folgt jetzt das Wetter und dann die Heute-Show. Einen schönen Abend, auf Wiedersehen. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Ja, diese Großwetterlage ist Sommerwetter pur mit einem umfangreichen Hoch. Das bringt Wärme zu uns und erwärmt die Luft weiter. Aber das Wetter der kommenden Woche sieht komplett anders aus. Ab Montag kippt es und zwar kommt dann Dienstag die Luft aus dem Norden und dann sind Schauer, Gewitter und Sturmböen dabei.
In der kommenden Nacht gibt es ganz im Norden etwas Regen, lässt nach. Ansonsten gibt es etliche Wolken im Norden, aber sonst im Süden klart es auf. Örtlich gibt es Nebel bei tiefsten Temperaturen von 5 Grad an den Alpen und 13 Grad ganz im Westen. Morgen viel Sonnenschein im Süden, nach Norden hin einige Wolken, aber hier scheint die Sonne durch. Ansonsten ist es ganz im Norden dichter, ab und zu kann da auch mal die Sonne durchblinzeln. Temperaturen maximal 27 Grad im Südwesten, das ist natürlich viel zu warm. Auch 25 Grad Richtung Südosten, das ist ja dann ein Sommertag. Eher normal wären die 15 Grad und die gibt es Richtung Schleswig-Holstein. Die nächsten Tage Sommerwetter dann am Sonntag bis 27 Grad von Norden her. Regen Richtung Ostsee gibt es hier viel Wind, ja teilweise auch nur 12 Grad ganz im Norden. Und am Montag ändert sich das Wetter deutlich. Schauer, Gewitter und Sturmböen sind dabei, 11 bis 19. Dienstag noch kühler und das bei 7 bis 12 Grad maximal. Und damit einen schönen Abend.